Okay. Es ist ein wunderschöner Morgen. Jetzt kann man wieder ab in die Höhle gehen. Ich hoffe, die Sonnenstrahlen kommen auch bis hier unten hin. Ich kümmere mich ums Essen. Ja. Nachhaltiges Essen. Ah, willst du Getreide anbauen? Ja. Soll ich dir dabei eventuell zur Hand gehen? Nein, ich habe gerade Samen in der Hand. Okay, ich glaube, dann lasse ich dich lieber mit deinen Samen alleine. Also ich würde auch allein sein, wenn ich so einen Batzen Samen in der Hand hätte. Ah, ich habe schon wieder Eisenerz. Hier überall Eisenerz. Es gibt hier kaum Kohle, aber Ja, Eisenerz. schön. Brauchen auch nicht unbedingt Kohle. Naja, also ich hätte eigentlich schon ganz gern Kohle. Typisch YouTuber. So geldgeil. Kohle, Kohle. Money, money. Okay. Na komm schon. Sag mir aber. Ach scheiße, stimmt ja. Mit Holzäxten kann man kein Eisenerz abbauen. Zitze. Jetzt eine Steinspitzhacke machen. Ich habe da noch Steine in der Truhe drin. Aber ich habe ja selber noch genug davon. Nehme ich mir ein paar davon mit. Und ja, das sollte eigentlich. Warte mal, ich kann mir ja eigentlich mal den Apfel mal hier gönnen. Äpfel sind auch toll. Nein! Äpfel Nein! sind toll, Äpfel sind gesund. Was? Nein, ich wollte nicht mit dem Apfel jetzt schlafen gehen. So. Zack. Wollt's ausprobieren, ob es den Minecraft-Apfelpüree gibt? Ja. Das war so der Gedanke. Na komm, nimm mit. Ach klar, wir wollten noch einen Taster basteln. Wie war nochmal der Drucktaster? Wie ging der denn nochmal? Einfach nur Ich so? glaube, wollt's ausexperimentieren? Nee, das war eine Stufe. Wie doof. War das alles eins nach oben? Welche Holzstufe? Wie war der Drucktaster, da, Thomas? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Findest du nicht? Das ist Wäre ein ich kollegial, würde ich es dir einfach sagen, aber ich tue es nicht. Du bist ein blöder Penner, weißt du das? Oh ja. Das kannst du mich mal. Ich lasse die scheiß Tür jetzt offen stehen. Haha. Auf das sämtliche Creeper, die hier unten gerade alle herlaufen. In unser Haus marschieren und so ziemlich mal die ganzen Betten umstellen. Das wäre schon krass, oder? Da wäre echt unheimlich. Ganzen Betten auf einmal woanders stehen. Aber mir auch nicht, um Gottes Willen. Oh. Wie bist du eigentlich eben an die Kohle gekommen? Holzkohle. Ich habe Holz verbrannt. Ach, ja klar, ist eigentlich sehr logisch. Warum bin ich da selber noch nie drauf gekommen? Ha. Bob. So. Dödi. Ich klopfe Steine. Versuche nach Erz. Was ist eigentlich jetzt direkt unser erstes Ziel in Richtung Enderdrache? Also den Enderdrachen, wenn wir gegen den wirklich eine Chance haben wollen, sollten wir auf jeden Fall mal mindestens Eisenrüstung haben. Oder wir sollten unser Farm so weit ausdehnen, dass wir Diamantrüstung, Diamantwaffen haben. Diamanten sind ja so ziemlich ganz weit unten. Das heißt also, Ja. dann sollte ich anfangen, nach unten zu graben. Machst du am besten eine Treppe nach unten oder so? In der Nähe vom Haupteingang. Ja, gut. Ich lasse die Fackeln, die ich platziert habe, am besten direkt mal stehen, ne? Weil ich. Hast du noch mehr Kohle gemacht? Ja. Moment. Ah, oh ja. Dann kann ich hier unten auch mal gerade ausleuchten.
Wie gesagt, am besten eine schön gleichmäßige Treppe senkrecht nach unten machen. Ja. Außer du stürzt auf eine andere Höhle. Ich würde sagen, das mache ich dann hier hinten direkt. Thomas? Ja, ich bin wieder oben. Ach so. Ich würde sagen, hier mache ich einfach gerade die Treppe nach unten. Hier ist genug Platz. Ich höre hier unten so vertrauensvoll irgendwelche Zombies. Es gibt ein gutes Gefühl in der Magengegend. Wenn wir Glück haben, haben wir noch einen Zombie-Spawner. Warum, wenn wir Glück haben? Ich glaube, da wäre ziemlich furchtbar, oder nicht? Ja, mit dem Zombie-Spawner haben wir zumindest eine große Wahrscheinlichkeit, an Kartoffeln, Karotten und Melonensamen zu kommen. Wie gesagt, Melonensamen sind der wichtigste wegen dem Heiltränken. Okay. Melonen. Magst du keine Melonen? Naja, gut, wenn gerade mal echt Knülle heiß ist, dann schon, ja. Aber ansonsten eher nicht. Da, die. So, tschakka. Ich setze hier mal schön Fackeln jetzt mal. Da ist noch eine Fackel. Ah, ist das nicht schön, wenn man hier so das Sonnenlicht überall sieht? Shader sind echt was Tolles. Schon ziemlich hell hier unten. Bisschen grell könnte man schon fast sagen. Aber nur ein wenig, Thomas. Nur ein Nur ein wenig. wenig. Was war das gerade? War das Nebel? Nebel in der Höhle? Nee. Das war. Okay. Wir ignorieren das einfach mal. Ich habe jetzt keine Schaufel dabei. Ich werde die Erde trotzdem abtragen. Was soll mir das sagen? Will mir Minecraft etwas damit sagen, dass hier immer wieder Womit? Nebel in dieser Höhle auftaucht? Ja, Thomas, das sind Shader-Probleme. Sowas kennst du nicht. Kenne ich nur vom Sehen. Ich auch. Ah, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das nutze ich doch gerade mal aus hier. Und baue mir ein wenig Kohle. Kohle, Cholera. So, Kohlrabi ist auch ein schönes Wort. So, noch mehr Kohle. Okidoki. Na, komm schon. Gleich gibt die Hacke ihren Geist auf. Oh, das ist aber. Also, wenn man hier mal Kohle findet, dann ist es auch schon ein Batzen. Ja. Ich habe jetzt auch kein Bedürfnis danach, das alles hier wieder zuzumauern, wie man es vielleicht sonst so kennt. Deswegen klatsche ich da einfach jetzt eine Fackel rein und lasse die Höhle hier Höhle sein. Okay, da geht's weiter. Ach komm, nein. Nein, Hacke, nein. Okay. Also, gibt es denn hier keinen Treppenlift oder sowas? Das wäre auch was Feines. Kommt man nachher dann den Weg hier schön wieder nach oben. Die Stufen können wir ja nachher durch Treppen ersetzen. Oha, da hast du dir was vorgenommen. Wir können eine Lore nach hier oben bauen. Wenn es so langsam so gen Nacht geht, dann sage mir bitte Bescheid. Ja. Ein paar Minuten ist es soweit. Ich habe Eisen Nochmal jetzt Nacht. gefunden. Und ein Höhlensystem. Was mir so ein bisschen Sorgen gerade bereitet. Kannst schon mal mit nach oben kommen. Ich will gerade noch das letzte bisschen hier abgraben. So. Klatsch jetzt einfach mal vorsichtshalber da mal eine Fackel hin. Okay, ja, ich kämpfe mich jetzt nach oben, Thomas.
Auf jeden Fall am Ende von der langen, tollen Treppe ist eine Höhle. Soll ich die Treppe jetzt einfach in eine andere Richtung weitermachen oder versuchen durch die Höhle durch? Kannst du die Höhle ja auch einmauern? Ja gut. Das könnte man natürlich tun. So, pass auf, ich leg dir hier schon mal wieder was rein. Sehr Zack, schön. zack, 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 zack. Steinspitzhacke. Ja, Holzäxte brauche ich jetzt eigentlich nicht. Die tue ich mir. Wir bräuchten mal noch eine größere Truhe, Thomas. Oh ja. So. Da, 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 da. Kein L. Oh, Mini-Zombies. Oh, ich hasse Mini-Zombies. Oh ja. Die sind echt eklig. Die, 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 die. Also, es ist optisch echt ekelhaft hier in der Höhle. Diese Shader-Probleme hier, das ist schon kein Highlight hier. Okay, ich weiß nicht, ich habe Jetzt weiß irgendwie ich wieder, was ich noch machen wollte. große Bedenken, jetzt da reinzugehen. Ich versuche durch diesen Spalt jetzt hier mal noch was zu bauen. Da und da. Irgendwie neige ich wieder dazu, hier sehr schnell alles optisch schön zu machen. So. Sehr, sehr schnell alles optisch schön. Klingt doch eigentlich ganz gut, oder nicht? Wenn man es einmal macht, dann macht man es richtig. Jawohl. So, okay. Warte mal, das kann man ja eigentlich jetzt erstmal weglassen. Ich meine, wir haben ja hier unten Licht. Okay, zack und zack. Wie viele Blöcke geht Minecraft eigentlich nach unten? Viele haben die jetzt insgesamt? Gute Frage. Also ich mache jetzt bis zum Grundstein oder was? Ja, du buddelst dich einfach senkrecht immer weiter nach unten, bis du auf Grundstein kommst. Ja, gesagt, senkrecht ja nicht, also die Treppen. Nicht, dass ich nachher noch aus der Welt falle. Das geschieht nur im Kreativmodus. Stimmt ja, ich kann ja gar nicht durch den Boden buddeln. Grundgestein ist halt absolute Ende. Ich hätte vielleicht auch die Treppe in eine andere Richtung basteln sollen. Das hätte eventuell bei dem Shader-Problem geholfen. Da muss noch mal eins hin. So. Also ich kann schon Lava hören. Ich höre seltsamerweise auch Wasser. Ich höre eine Menge Lava. Also vielleicht ist das vielleicht irgendwann mal gut, wenn man sich mal so einen Eimer nimmt und dann mit der Lava mal so ganz geil Licht oder sowas machen kann. Das wäre schon ganz schick, würde ich sagen. Meinst du nicht auch, Thomas? Na 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 na. Okay. Die 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 die. Okay. Was hast du? Ich weiß nicht. Ein Ohrwurm von Scheiße. War Okay. schlecht. Ja, ich weiß, es nervt. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt so langsam an dem Wasser vorbei. Ich glaube, das hier ist Grund. Ist das Grund? Nee, was ist das? Das ist immer so was Blödes, wenn jemand ein anderes Texturenpaket hat. Ich kann die halt nicht beschreiben. Nützt nichts. Ist der Boden, also der Grundgestein ganz unten, ist das eben oder ist auch Unebenheit drin? Der ist uneben. Der streckt Weil dann bin sich, ich glaube ich, über drei jetzt Ebenen. offiziell da angekommen.
Sehr gut. Die oberste Spitze von dem Grundgestein, das ist Ebene 3. Diamanten gibt es bis auf Ebene 16. Was? Das heißt, du kannst. Na, was? Was? Das ist das Grundgestein. Das ist 3 Schichten hoch. 3 Ebenen hoch. Okay. Das heißt. Ja, okay, das heißt ja dann, du kannst halt eben bis maximal auf Ebene 3 dann runter. Und Diamanten gibt es bis auf Ebene 16 hoch. Das heißt, du kannst dann ab da abzählen von 3 auf 16. Ja, ich könnte mich ja dann einfach jetzt hier unten so hin und her buddeln. Die müssten ja dann hier irgendwo auftauchen. Ja, man kann es zum Beispiel einen großen Raum aushöhlen oder sowas. Dann haben wir zumindest noch mal genug Stein. Oh, ja, also Steine haben wir, glaube ich, mehr als genug. Ich glaube, das sind hier jetzt schon 4 Stacks oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie viel ich jetzt noch so im Inventar drin habe. Auf jeden Fall ist hier viel Eisenerz auch. Okay. Eisenerz! Immer was Gutes, Eisenerz dabei zu haben. So. Die. Ich habe Angst, nachher kommt hier noch Lava oder sowas aus der Wand raus. Ja, das ist immer was Bescheidenes. Sehr bescheiden, ja. Nein, Hacke. Okay. Okay. Das wird doch. Es wird, es wird. Könnte mal so eine Zwergenhauptstadt oder sowas in diese Höhle jetzt reinbauen. Okay, das Schlimme ist, ich kenne dieses Texturenpaket hier auch noch nicht so richtig. Hier könnte jeder Stein alles sein. Das ist eher weniger gut, aber man kann damit leben. Okay, bitte sag mir. Nein. Okay. Das war's erstmal mit dem Gebuddel hier. Werkzeuge kaputt. Ja. Map, 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 map. Nee, schon 26 Eisenerz hier drin. Ja, ich habe doch gesagt, ich schmeiße rein. En masse. Okay, ich bin gleich wieder oben. Ich habe es gleich geschafft. Oh. Geil. War es für dich auch so toll wie für mich? Ah, hast ja hier auch schon ein bisschen was getan. So, Stein, Stein. Wir brauchen noch mehr Truhen, Thomas. Ach Meine doch. Truhe habe ich da an der Wand. Zack. Ich nehme hier mal ganz kurz ein paar Steine und ein paar Stöcke und machen wir mal noch ein paar lustige Sachen. Zwei davon. Zwei davon. Eine davon. Und das sollte reichen. Hast du schon irgendwas zu futtern da? Nur das Schafsfleisch. Wunderbar. Schnack. Ja. Jawohl. Hast du schon irgendwas gegärtnert? Ach, da vorne. Ich fange an. Wenn du in die Höhle gehst, dann solltest du eine Spitzhacke mitnehmen, oder? Ich habe Spitzhacken dabei. Zumindest eine. Ich habe Aber genug Stein hier oben, um Spitzhacken zu basteln.
Brauchen wir aber von hier oben noch irgendwas? Eher Wo von weniger. oben? Hier oben von Bäumen, Pflanzen, Gedöns. Ich denke mal, das mache ich hier, wenn ich jetzt sowieso schon am Gärtnern bin. Na, 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 na. Da hast du aber auch. Wie viel? Drei Blöcke? Ne, vier Blöcke kann man reingehen vom Oh, Wasser es wird weg. Nacht. Vier Ja, man kann Blöcke. bis zu 4 Blöcke weggehen, ja. Okay, ich dachte immer, das müsste direkt an Wasser irgendwie dran. Bisschen Reichweite haben sie ja gelassen. Das klingt doch gar nicht so verkehrt. So. Ah, hier oben wolltest du Steine. Und hier unten. Ja, gut. Ich knall das jetzt mal trotzdem so da rein. Das behalte ich mir mal. So, das erste Sortiersystem. Ah, hast du dir selber schon eine Spitzhacke gekrallt? Ja, nee, dann muss ich da mal ganz knallhart einschreiten. Und sagen, wir Jetzt haben mit gar kein Erze. Holz mehr. Was? Jetzt erstmal schlafen. Tschack. Vielleicht fange ich mal an und leuchte mal die eine Höhle aus. Das klingt doch nach was. Das klingt nach Spaß. Die eine Höhle, die hier oben ganz am Anfang war. Obwohl, ich sehe da jetzt schon ein Skelett und das macht mir irgendwie überhaupt keine Freude. Ich weiß nicht, kann man einfach nur mit bloßem Steinschwert hier unten einfach mal anfangen, Skelette zu töten und so. Ja. Da kannst du auf jeden Fall machen. Das ist zwar ein bisschen anstrengender, aber Ich musst nur muss. auf deine HP aufpassen. Ich brauche erst noch mal ein paar Steine, damit ich eventuell einen minimalen Schutzwall basteln kann. Ach Gott, hier war Eisen jetzt in der Decke. Du hast Eisen übersehen. Ich habe Eisen. Oh mein Gott. Schande über mich. Schande. 26 Eisenbarren. Man könnte schon fast eine komplette Rüstung bauen. Hier so eine kleine Treppe. Fuck. Muss hier versuchen, irgendwie so ranzukommen. So.